Eine Premiere in der evangelischen Landeskirche. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte präsentierten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs öffentlich. So mischten sich unter die Mitglieder der Landessynode auch viele Neugierige, die zunächst eine jeweils 7-minütige Präsentation erlebten. Die Reihenfolge der Vorstellungen wurde ausgelost. Der Münchner Regionalbischof Christian Kopp betonte, er brauche keine selbstbewusste Kirche. Mir reicht eine demütige Kirche, die aber das, was sie macht, gut macht. Und die das zeigt, was gelingt und was mir auch manchmal misslingt. Das gehört dazu. Und die auch zeigt, dass wir alle miteinander recht normal sind. Wir reden gerne, wir essen gerne, wir schlafen, wir schmusen gerne, wir trinken auch mal gerne ein Glas Wein oder Gin Tonic. Gabriele Hörschelmann, Direktorin von Mission Eine Welt, setzt auf die Kraft der Kirche. Uns flattern die Krisen gerade wie Vögel um den Kopf. Wir befinden uns in einem multiplen Krisenmodus. Und es werden in den nächsten Jahren immer wieder extreme Herausforderungen auf uns zukommen. Aber wir werden damit umgehen können, weil wir von Gott getragen sind. Deswegen kann Kirche Krise. Der Winsbacher Dekan Klaus Schlicker stellte sich der Kritik an der Kirche. Die Kritik an der Kirche ist groß, aber das heißt doch auch, dass die Erwartungen an Kirche groß sind. Denn die Menschen spüren, sie brauchen Hoffnung. Und sie ahnen, vielleicht hat die alte Kirche doch noch etwas. Ja, ich bin davon überzeugt, es ist noch da. Auch wenn wir es manchmal etwas verschämt in die Ecke gestellt haben. Lassen Sie uns diesen Schatz wieder heben. Die Landshuter Dekanin Nina Lubomirski wählte das Bild des Schlüssels. Und so stehe ich hier nun mit zwei sehr unterschiedlichen Schlüsseln. Der Transponder steht für mich für alle Innovationen, die es bei uns in der Landeskirche gibt, von der Pop-up-Kirche bis zum Weihnachtssingen im Eisstadion. Und der klassische Schlüssel, der steht für alle unsere vielfältigen Traditionen, vom G1-Gottesdienst über den Kinderbibeltag bis zum Seniorenkreis. Und ich stehe dafür, dass wir Tradition und Innovation miteinander verbinden. In einer zweiten Runde ging es neben den Fragen zum Einsatz von Waffen im Ukraine-Krieg und dem Umgang mit den Klimaklebern auch um Launiges. Moderator Roland Gerz stellte Fragen nach persönlichen Vorlieben. Chips oder Schokolade? Jetzt gerade nicht Schokolade, aber nach Ostern wieder. Stilles Wasser oder süßer Wein? Stilles Wasser, herber Wein. Chips oder Schokolade? Schokolade. Stilles Wasser oder süßer Wein? Stilles Wasser. Chips oder Schokolade? Beides. Fängt schon gut an. Stilles Wasser oder süßer Wein? Ach komm, trockener Wein bitte. Also Chips oder Schokolade? Schokolade. Stilles Wasser oder süßer Wein? Stilles Wasser. Anschließend wurden die Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht öffentlich von den Synodalen befragt. Gewählt wird die Nachfolgerin bzw. der Nachfolger von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am 27. März.